Willkommen zu einer neuen Videosequenz zur Beinverlängerung. Ich möchte Ihnen heute etwas über das Narbenbild nach einer Oberschenkelverlängerung erzählen. Sie haben mehrere Narben in verschiedenen Abschnitten, immer nur an der äußeren Seite des Beins. Die größte Narbe ist hier oben im Hüftbereich, im proximalen Bereich. Die brauchen wir zum Einbringen des Nagels in den Oberschenkelmarkraum. Dann haben wir für die oberen beiden Blockierungsschrauben eine kleinere Narbe, genauso im distalen, im unteren Bereich für die beiden Blockierungsschrauben eine kleine Narbe. Zwischendrin haben wir kleine Stichinzisionen, die brauchen wir, um das relativ straffe sogenannte IT-Band im äußeren Bereich etwas zu schwächen und zu lösen, damit man nicht so viel Spannung gerade im Beginn der Verlängerung verspürt im äußeren Bereich. Dann haben wir noch eine kleine Narbe, eine Stichinzision hier oberhalb des Knies. Das brauchen wir, um eine Entlüftungskanüle anzubringen in den Markraum. Das heißt, wenn Sie den Markraum vorbereiten und das Implantat einbringen, dann würde sich, wenn man diese Entlüftungskanüle nicht hat, hier in diesem Bereich der Druck sehr stark erhöhen und Sie laufen Gefahr, eine Fettembolie sozusagen zu erhalten. Das heißt, ein Verschluss eines Gefäßes, dementsprechend eines Lungengefäßes durch Fettpartikel. Das umgeht man oder minimiert man maximal mit einer Entlüftungskanüle. Das heißt, man verbindet den Innenraum zum Druckausgleich mit der äußeren Umgebung durch eine kleine Kanüle, die nach der Operation wieder entfernt wird. Und wenn man dann das Implantat einbringt, dann kann sich im distalen Bereich, das heißt im unteren Bereich, nicht der Druck im Markinnenraum so erhöhen. Das ist das Narbenbild, das Sie erwarten können nach einer Oberschenkelverlängerung. Im inneren Bereich, im dorsalen oder im oberen Bereich befinden sich keine Narben. Minimalinvasives Prozedere bei der Entfernung des Nagels, wenn Sie zur Mentalentfernung kommen, nach circa 2 Jahren, wird das Narbenbild auch nicht groß anders. Es kommen möglicherweise noch kleine Stichinzisionen dazu, weil sich im Rahmen des Verlängerungsprozesses natürlich die Haut auch verschiebt. Dementsprechend ist die Narbe, wie sie vorher hier in den Blockierungsschrauben war, nicht mehr an dem gleichen Platz mit den Blockierungsschrauben, sondern wandert dementsprechend nach oben bzw. nach unten.